Neuer Tag, neue Gamona-Tagesnews. Sega und Pokémon-Entwickler Game Freak gehen offenbar eine Zusammenarbeit ein. Nicht nur wurden mysteriöse Postkarten verteilt, auch veröffentlichte Sega via Twitter ein Bild, das nur noch mehr Fragen aufwirft. Darauf zu sehen ein Elefant mit einer Erdnuss, das Hinterteil eines Elefanten mit einer grünlichen Tasche, dazwischen befinden sich auf dem Boden mehrere Erdnüsse und eine Granate. Es scheint also durchaus actionreich zuzugehen. Ein bei Valve angestellter Programmierer hat auf der GDC 2015 bestätigt, mit alten Half-Life-Assets und seiner eigenen Virtual-Reality-Hardware zu experimentieren. Voreilige Schlüsse sollten daraus jedoch nicht gezogen werden. Die Gründe dafür und alles weitere findet ihr wie immer auf gamona.de. Am kommenden Dienstag erscheint endlich das lang erwartete Heists-Update für GTA 5. Ein kompletter Raubzug in GTA Online kann etwa 2 bis 3 Stunden in Anspruch nehmen. Natürlich hängt das auch von euch und euren Mitspielern ab. Freut ihr euch schon auf das große Heists-Update? Schreibt eure Meinung doch einfach in die Kommentare. Für weitere News und Artikel besucht uns auf gamona.de. Gefällt euch dieses Video? Dann liked es. Folgt uns auch auf Twitter, Facebook und YouTube.